Dieses Ballett ist die Arbeit eines Genies, schrieb Clive Barnes in der New York Post über die Choreografie der dritten Symphonie von Gustav Mahler von John Neumeier. Uraufgeführt im Juni 1975 ist sie zu einer Ikone in der internationalen Ballettwelt geworden und gleichzeitig eine der wichtigsten Choreografien des Hamburger Ballettintendanten. Entstanden ist das Ballett vor allem aus Neumeyers großer Liebe zur Musik von Gustav Mahler, verbunden mit dem Wunsch, die Emotionen und Gefühle der inneren Klangwelt Mahlers in Bewegung umzusetzen. Mahlers dritte Symphonie, und nicht nur sie, gibt dem Choreografen die Freiheit, aus der Musik heraus ein Drama zu erzählen. Denn so wie Mahler mit seinen sinfonischen Werken einst neue Wege beschreiten wollte, so suchte auch John Neumeier damals am Beginn seiner choreografischen Auseinandersetzung mit den Werken Mahlers nach Wegen, die Grenzen von Ballettabenden neu auszuloten. Für Gustav Mahler ist die dritte Symphonie eine sich schrittweise entwickelnde, umfassende musikalische Dichtung. Es beginnt, so schreibt er, bei der leblosen Natur und steigert sich bis zur Liebe Gottes. Daher tragen die einzelnen Sätze auch Überschriften wie »Was mir die Blumen oder die Tiere im Wald erzählen« und am Schluss im sechsten Satz heißt es »Was mir die Liebe erzählt«. Und diese hochemotionale musikalische Dramaturgie eröffnete für John Neumeier Spielräume für eine Vielzahl gestischer, auch zeitloser Bilder, die dem Geheimnis der Musik abgelauscht worden sind.